Es folgen zwei Teile zur Aktivierung und eine Abschlussübung. Über eine leicht kreisende Bewegung der Hände nehmen wir einen hüftbreiten festen Stand mit dem linken Bein ein. Wir sind mit unserer Konzentration beim unteren Dantien. Von diesem ausgehend starten wir über das Becken eingeleitet eine drehende Bewegung rotatorisch um die eigene Körperachse. Die Arme und Hände folgen der Bewegung und klopfen aus geschmeidigem Schwung heraus, zunächst auf den Hüften und auf dem Gesäß, dann langsam weiter nach oben wandernd über die Ellbogen und die Oberarme bis hin zu den Schultern. Unsere Atmung fließt derweil ruhig, tief und gleichmäßig weiter. Und unsere lauten Alltagsgedanken dürfen weiterhin den Geist verlassen. Unser Geist ist vollkommen bei der Bewegung. Nachdem unsere Arme und Hände den Oberkörper langsam wieder nach unten wandern durften, kommen die Hände in der Schalenhaltung vorm unteren Dantien wieder zur Ruhe. Bei der nächsten Aktivierungsübung wandern wir klopfend auf der Innenseite des linken Armes von der Achsel aus die Yin-Leitbahn hinunter zur Hand und die Außenseite und die Yang-Leitbahn des linken Armes wieder hinauf zur Schulter. Das Ganze wiederholen wir dreimal, bevor wir die Körperseite und den Arm über den Brustkorb wechseln. Zum rechten Arm die Yin-Leitbahn innen, hinunter und die Yang-Leitbahn außen wieder hinauf zur Schulter. Wir wechseln über den Brustkorb klopfend zur linken Armseite und folgen dem Verlauf der Yin-Leitbahnen streichend innen den Arm runter, außen den Arm hinauf und wiederholen das Ganze dreimal auf der rechten Seite. Fließend finden wir den Übergang ins Abklopfen des oberen Brustkorbes, des Brustbeines und des Schulterbereiches, um das Qi dort und vor allem in der zentralen Thymusdrüse unter dem Brustbein sitzend zu aktivieren. Dann beginnen wir langsam zu reiben im Bereich des Brustkorbes und des Rumpfes dreimal nach außen und innen, wobei wir unten angekommen im Beckenbereich das Qi sanft nach oben streichen. Nach drei Durchgängen ziehen wir im unteren Dantien anbindend unsere Handinnenkanten durch die Taille hindurch nach hinten und schaufeln Überschüssiges nach vorne weg. Nach wiederum drei Durchgängen verweilen wir mit unseren Händen reibend im Bereich der oberen Lendenwirbelsäule auf unserem Rücken. Dort befindet sich das Mingmen, das Tor unserer Vitalität. Nun streichen wir in der Tigermaulhaltung die Rückseite unserer Beine, der Yang-Seite hinunter und auf der Innenseite der Beine, der Yin-Seite wieder hinauf. Wiederholen das Ganze dreimal und gehen dann über in ein Klopfen, beginnend vom Gesäß, dreimal die Rückseite der Beine hinunter im Yang und im Yin der Innenseite unserer Beine wieder hinauf. Im letzten Durchgang bei den Knien ankommend, streichen wir um die Kniescheiben kreisend nach außen, wiederholen dies und streichen danach in die Gegenrichtung nach innen. Unsere Hände kommen auf den Kniescheiben zum Stillstand. Nun kreisen wir mit den gebeugten Beinen von außen nach innen und wiederholen das Ganze in die Gegenrichtung von innen nach außen. Die Schienbeine mit unseren Händen hinuntergleitend
folgt der Oberkörper mit Kopf im Nacken. Die Hände verweilen zunächst über den Fußrücken oder die Knöchel umgreifend. Der Kopf senkt sich langsam ab, bevor wir die Wirbelsäule nach und nach von unten nach oben her langsam aufrichten. Im Stand angekommen, streichen wir nur sanft, da wir das Qi nicht ansteigen lassen wollen, von unseren Hüften durch die Achseln über den Nacken zu Baihui, unserem höchsten Scheitelpunkt des Yang. Von hier aus wird das trübe Qi nach unten abgesenkt und in die Erde ausgeleitet, wobei ich das frische Qi restlich durch die Beine verteile. Abschließend das Qi aus Niere 1, dem sprudelnden Quell unter unserem Vorfuß, im Boden verwurzeln lassen. Wir enden im geschlossenen Stand, Hände aufeinandergelegt im unteren Dantian. Männlich liegt die rechte Hand oben, weiblich wäre es die linke. Wir lassen die Arme zu den Seiten sinken mit geballten Fäusten, bricht das überschüssige Qi aus ihnen heraus. Wir begeben uns energetisch und körperlich aus der Übungsposition heraus und beginnen die Abschlussübung. Wir beginnen mit den Händen unser Gesicht zu waschen, den Mund, die Nase, die Augenpartie. Wir streichen mit den Fingerspitzen über unseren Kopf nach hinten weg. Dann reiben wir die Ohren nach oben und selbiges machen wir mit den Ohren nach unten. Mit den Mittelfingern gehen wir in die Ohrmuschel hinein und ploppen nach außen weg. In einer Handhaltung, so dass der Mittelfinger hinter dem Ohr liegt, reiben wir langsam nach oben und nach unten, wobei danach die Kuppe des Mittelfingers auf dem Atlas, dem obersten Wirbelkörper, hinter dem Kiefer kurz verweilt. Die Finger und Hände gleiten nach unten auf den Brustkorb. Wir beginnen vom Nacken aus über die Schultern, die restliche Energie abzustreichen und zu sortieren. Wir fahren dabei die Arme entlang und streifen Restliches über die Fingerspitzen nach vorne weg, dann am Rumpf und an den Beinen selbiges tätigen. Wir streichen aus über die Fußspitzen nach unten hinweg und beenden den Durchgang.